Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Stream hier. Wir spielen Hogwarts Legacy. Ein Spiel, auf das ich mich schon sehr gefreut habe für dieses Jahr. Und ich bin jetzt nicht der Oberfan von Harry Potter. Ich habe alle Bücher gelesen. Aber Hogwarts Legacy, das war doch ein Spiel, wo ich wirklich drauf gefeiert habe, dass es doch bitte endlich rauskommt. Und endlich können wir es spielen. Ich habe versucht, mich nicht allzu sehr spoilern zu lassen. Und Hogwarts Legacy möchte ich als Live-LP machen, also mit euch zusammen. Und das Spiel erleben. Wer dann später auf YouTube das Ganze anschauen möchte, kein Problem. Da gibt es das Ganze dann in 4K. Und ich spiele das Ganze mit einer 4090 in maximalen Details. Und ich hoffe, der Stream kackt dabei nicht ab. Also ich hoffe, das ist nicht allzu viel. Weißt du schon, in welches Haus du willst? Ich habe so eine konkrete Ahnung, wo ich hingehen möchte. Mal schauen, wo ich mich dann hin entscheide, was ich dann effektiv mache. Wenn das Spiel zu laut oder zu leise sein sollte, schreibt mir das bitte in den Live-Chat. Und jedenfalls werde ich es dann im Edit für YouTube nochmal anpassen. Okay, ich würde sagen, wir gehen direkt rein und los geht's mit Hogwarts Legacy. Ein paar Regeln gibt's, liebe Leute. Bitte macht's keine Spoiler. Und selbstverständlich gibt's mal auch irgendwie keine Lösungstipps etc. Ich möchte es ganz natürlich erleben. Die ersten 10 Minuten habe ich schon reingespielt, um zu schauen, ob die Performance passt. Da weiß ich schon, was passiert, aber nach den ersten 10 Minuten weiß ich dann nicht, was passiert. Also ich würde sagen, wir machen einen neuen Charakter. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im 5. Jahr aufgenommen wurden. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Die ersten Materialien wurden für Sie abgeholt und werden Sie auf Ihrer Reise zum Schloss begleiten. Wie Sie vielleicht wissen, verbietet der Erlass der vernunftgemäßen Beschränkung der Zauberei Minderjährige die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Aufgrund ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt, dass Professor Alessa Fick ihnen dabei hilft, ihre Zauberkünste zu verbessern, bevor er sie von London zum Schloss begleitet, wo sie am Festmahl der Einführungsfeier teilnehmen werden. Mit freundlichen Grüßen, Mathilde Weasley. Okay. Dann würde ich sagen, starten. Ja, Charaktereditor, da werde ich mich nicht allzu lang aufhalten. Schreibfehler im Brief, okay. Ich würde mal sagen, ich gehe mit ihm hier. Das passt mir eigentlich ganz gut. Würde ich jetzt auch nicht weiter anpassen, aber ich würde gerne hier das anpassen. Bei meinem Versuch habe ich es ja bei beiden Augen, aber ein Auge reicht erstmal. Ein paar Spinnweben. Das war gar nicht schlecht. Okay. Ja, nee, das passt für mich. Babuleien. Und ich würde sagen, beginnen wir die Reise. Los geht's. Ach ja, und bei den Zwischensequenzen wird nicht geredet. Ah, dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fick. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Eleazar! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam. Also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts.
Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Schottland-Reise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Bei Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir müssen nicht das... Okay, wow, was für ein Auftakt. Nicht schlecht. Okay. Alles in Ordnung? Sie sind verletzt. Nur ein bisschen. Nehmen Sie.
Dieser Mega-Power-Tank bringt sie schnell wieder auf die Beine. Okay, zum ersten Mal kann ich was machen. Erstmal Heiltrank. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er... Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir? Wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum. Okay, also ich muss sagen, Auftakt nicht schlecht und ich kann es am ersten Mal selber bewegen. Und die Grafik so bisher, ne? Nicht schlecht. Gefällt mir. Also wir spielen es mit maximalen Einstellungen. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht zu Performance-Problemen. Ich meine, die PC-Version hat wohl entsprechend Probleme. Holy shit. Wie weit hat uns dieser Portschlüssel nur gebracht? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen. Glauben Sie... Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es Ihnen gut geht und Sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Ja, dann machen wir das mal. Schön aufpassen. Was denken Sie, woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie. Ich glaube, das ist ein bisschen laut. Ich werde es mal ein bisschen leiser machen. So, ich habe das mal leiser gestellt. Ich hoffe, das passt jetzt so vom Ausgleich zu mir und Spiel. Wow. Wirklich nicht schlecht. Wurde durch sie errichtet und ist ein Haupt auch dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Ich habe ja auch schon mit ein, zwei Leuten geredet, die schon ein bisschen... Aber Sir? Hogwarts Legacy gespielt haben. Warum hat nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist, obwohl sie Gutes bewirken kann. Ich bleib mal ganz kurz hier stehen. Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Erzähl doch. Was wirklich zählt, ist derjenige. Jetzt lass mich doch auch mal quatschen. Mein Gott. Jedenfalls habe ich gefragt, ob die Befürchtung ist, dass es zu schlauchig ist, aber soll anscheinend nicht so sein. Aber mal gucken. Also bis jetzt echt cool. Könnte guter Start für ein Battle Royale sein. Ein bisschen ist gut. So, ist komm das ja schon. Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns Ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Die blinke Masters vom Basiszauber zu wirken. Und dann? Also ich mach linke Masters der... Hä? Hä? Was genau willst du jetzt von mir? Ich mach linke Masters der, aber... Muss ich näher ran? Klicken.
Ach, ah! Okay, vielen Dank für den Hinweis. Also nicht halten lassen. Nutze deine Kamera, um ein aktives Ziel auszuwählen. Okay. Alles klar. Das war etwas holpriger als erwartet. Ihr Können verbessert sich immer weiter. Ja, vielen lieben Dank. Aber nur dank Hilfe der Community. Ah, da oben. Also für sein Alter ist er echt sehr sportlich. Muss man schon sagen. Nicht mehr weit. Gleich davon. Vielen lieben Dank für den Sub. Freut mich sehr. Alter, wie geil das halt einfach mal aussieht. Also Props für die Level-Designer. Wahnsinn. Oh, kann ich sowas auch mal später? Es war jetzt einmal richtig schön. Was die Lenkung ist auch etwas schwierig. Merkst du, wie er nach links geht? Nö, das ist jetzt nicht direkt. Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Schlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Ja, gute Frage. Ich mache erstmal hier alles kaputt. Die Minikarte zeigt deine Umgebung an mit dir in der Mitte. Das ist dein aktuelles Ziel. Halte V gedrückt, um Einzelheiten des Auftrags an- und abzuschalten. Okay. Erstmal ganz kurz umsehen. Die sieht aus wie Dumbledore, ne? Professor, die Statue! Vielleicht war die sein Zuhause. Das war jetzt nicht die Information, die ich erhofft habe zu kriegen, aber okay. Etwas, was hier nicht hingehört. Professor, es ist eine Art Wandbild. Hm, vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Ja, nicht wirklich. Ich meine, wir stehen davor. Aber okay. Hm, was wäre hier noch besonders? Das Mosaik am Boden? Hm. Es ist einfach so schön hier. Also ich mag das, wenn so Sachen irgendwie verfallen sind. Und vor allem die Liebe zum Detail. Echt schön. Aber wie kommen wir jetzt hier weiter? Moin, Corbinian Ratzinger. Moment mal, wenn ich jetzt mal die Karte so anschaue. Dann geht's hier weiter. Okay, also von den Tonklügen kriege ich irgendwie noch nichts. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? Was ist das? Professor Fick? Kann ich da was machen? Oh, das war aber schnell. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter.
Oh, Entschuldigung. Das ist eine angelegene Klippe mit schottischen Reagiere mit Magie. Was mit Merlins Namen? Ich weiß nicht. Ich schwöre. Bei Godrics Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Oh. Das erinnert mich an die Bank aus dem allerersten Harry Potter Teil. Hallo? Guten Tag. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Ich hab's auch gewusst. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Gibt's eigentlich eine Lore zu dieser ganzen Bank? Nach Ihnen. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Wie geil! Wir können sogar umschauen. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte so cool beanspruchen. Ich mach gerade im Film, sah das ja schon so mega geil aus. Als sie da reingefahren sind. Bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Das heißt aber nichts Gutes, wenn es eines der ältesten ist. Verliesnummer. Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Und hallo Sebastian. Professor, Das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Und das ist Nummer 12? Da sind wir. Ich meine, stellt euch mal vor,
Wir kommen gerade rein in die ganze Sache. Dieses Verlies zuletzt genutzt? Und dann die ganze Sache mit dem Drachen und dem jetzt hier. An meinem Tisch stationiert. Wahnsinn. In der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich aufmachen will. Irgendwie bei Harry Potter endet es nie gut mit solchen Sachen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Okay, dann schauen wir doch mal, was wir hier drin haben. Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Ich sagte doch, es ist nie was Gutes bei Harry Potter. Professor, das kam jetzt wirklich unerwartet. Nein, überhaupt nicht. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Halte deinen Zauberstab mit fest und bewege ihn entlang des Pfades des Symbols. Okay. Probier mal. Ah, I see. Was? Muss das schneller sein? Was zum... Wie soll... Ach nee, echt jetzt? Wir können entsprechende Befehle, wenn du den Zauber auf... I see. Okay, ich hätte noch meine Leertaste drücken müssen. Okay, das ist schräg, aber okay, I see. Revelio. Ja. Da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Okay. Bei der Erkundung eines Schlossruine im schottischen Hochland will ich... Achso, das ist generell so ein Feedback. Eine Tür. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Okay. Ist bestimmt eine gute Idee. Lumos! Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir es nach, es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Es ist doch schön, wenn das eigene Bankschloss einen umbringen kann. Sehr nett. Moment, wenn Nein an seinen Zauberstab rumspielt. It is bravura, nicht Laien. Da vorne ist etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden. Wir laufen immer auf die Sachen zu, die gefährlich ausschauen. Ach, und du laufst nicht einfach vorbei. Okay. Revelio. Soll ich da irgendwie reinlaufen? Lumos! Was ist passiert? Ja, sehr gute Frage. Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, alles gut. Nein, Sie eigentlich haben nicht. Den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber... nur als Spiegelbild auf dem Boden. Revelio. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt.
Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Hm, vielleicht hilft hier ja Lumos. Ah, schon wieder lernen, okay. Okay, neuer Zauber. Lumos. Dass der Nichtzauber Lumos erhalten, der automatisch dem Zauberset zugewiesen wurde. Lumos lässt die Spitze des Zauberstabs aufleuchten, damit du in der dunklen Gebieten besser sehen kannst. Lumos, 1 drücken. Sehr gut. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Und... Ah, I see. Ich möchte mich umdrehen. Hallo? Das... Oh, oh. Apotheke! Ja, ist klar. Okay, der erste Kampf. Alles klar. Einfach mal so. Was? Sieh die denn nicht? Ja, ist klar. Ich habe erstmal andere Probleme. Warum gehe ich denn immer näher? Ja, okay. Wow. Alter. Hört das auch irgendwann auf? Moment mal, Lumos? Wohin? Sieh dir deine... Ja, ist ja gut! Wo denn? Da verändert sich nichts. Ah, holy shit. Komm, geh weg. Das kann es doch nicht sein, oder? Sieh dir deine Ziele an, um Weg nach vorne zu... Aber wo denn? Ja, lass mich mal ganz kurz in Ruhe. Oh, Light Squad ist mal wieder am Start. Nice! Was? Das ist nicht dein Ernst. Okay, der erste Tod ist klar. Okay, ich bin überfordert. Aber das kann doch nicht sein. Das ist doch bestimmt irgend so eine Endlosschleife, die ich irgendwie unterbrechen muss. Ich sehe keinen Unterschied. Ach so, werde angegriffen mit Protego ab. Okay. Okay, geh zum Heilen, alles klar. Mit Q. Oh fuck. Ja, ich hab's gesehen. Okay, mit Q. Okay, einen habe ich.
Na, komm her. Okay, ich habe 2. Jetzt habe ich 3. Alles klar. Fuck, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Geht es weiter? Ja, ich bin ja da. Oh Mann. Professor. Professor Fig. Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Wohin soll ich nur gehen? Lumos. Was passiert hier? Truhen. Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Ah, dorthin führen sie mich. Das Leuchten wieder. Oh, bitte jetzt nicht nochmal. Bitte nicht. Ach, nö. Was genau möchtest du von mir? Lumos. Muss ich einfach in der... Revelio, ich bin wohl auf mich allein gestellt. Lumos. Oh, aber wir haben noch mal eine Truhe hier. Ich fühle mit dir. Revelio. Revelio. Er schaut weg von mir. Gibt's jemand, der zu mir hinschaut? Kann es sein, dass die alle in... Ich muss die Statuen vor ihre Spiegelbilder schieben. Lumos. Ja, aber wie? Ah, Moment. I see. Okay. Das gleiche mit dir. Dann fehlt nur noch er hier. Vielleicht muss jeder gleichzeitig zum Stehen kommen. Jede zeigt gleich. Das heißt, der Kreuzungspunkt wäre hier. Wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Ja, ist klar. Okay, das ist bestimmt so ein Drei-Phasen-Ding, oder? Was halte Q, wenn eine Protego gedrückt zum Gegner? Super. Ah, okay, ja. Konter ist klar. Ja, genau. Alter, wie viel denn noch? Protego. Was ist hier deine... Protego, guck, gedrückt haben, um super Konter... Ah, ich muss kontern. Okay. Hallo, danke. Na, kommt her. Fuck, zu spät. Gedrückt halten. Ach, Mann. Ja. Hat gut funktioniert. Okay, einmal. Okay, zweimal.
Oh, beschissenes Tutorial. Na, komm her. Greif an. Komm. Okay, kann ich jetzt bitte weiter? Yes, I can. Was? So gemein. Oh, ich kann sprinten. Nice. Oh, bitte, lass es Sicherheit sein. Bitte, danke. Okay. Da sind sie ja. Wir haben sie. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Aber ich habe das hier gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Mal sehen. Das ist aber nicht Dumbledore, oder? Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Okay, ist es nicht. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja, und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Sehen Sie also das Leuchten, das sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie, genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Das sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Ranrock. Mein Hof scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das
Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt. Und sie hat... Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfsbereiter. Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihm gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Was für ein Auftakt. Mega geil. Ich meine, ich hätte meine Startschwierigkeiten gehabt, aber richtig geiler Auftakt. Und schade, dass für OneWeby das nicht so spaßig ist, aber ich meine, ich bin jetzt auch nicht der Ultra-Fan, aber wow, also bis jetzt, nice. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich bücke mich mal für die Zwischensequenz. Oh gut, die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Eigentlich so gar nicht. Und hi, Bruno. Phineas Nigellus Black. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Fick, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab... Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde?
Ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Das ist Professor so. Weasley, noch jemand für die Auswahl. Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen, bestimmte Erwartungen. Okay, ich freue mich auf den Unterricht, ich will unbedingt erkunden. Ah, ich bin eher so der Typ, der eher erkunden will. Ich freue mich darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. In der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Was ist es nur? Kühnheit, Neugier, Loyalität, Ehrgeiz. Ich gehe für Ehrgeiz. Ist es Ehrgeiz? Es mag engstirnig wirken, aber es ist wichtig, im Leben ein Ziel zu verfolgen. Interessant. Du hast vor kurzem erfahren, dass du eine seltene Fähigkeit besitzt. Ich spüre wachsenden Ehrgeiz, ein Streben nach Macht. Vielleicht gehörst du nach Slytherin. Ich hab mit den Gedanken gespielt, nachdem was mir jetzt auch schon vorschlägt mit Slytherin. Ich nehm's an. Ich will's machen. Slytherin soll's sein. Ja, nix da noch schicken. Slytherin. Oh, und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Was? Kein Quidditch? Ruhe. Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren. Und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Ja, wie jetzt? Harry Potter und kein Quidditch. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Ja, vielen lieben Dank. Da gehen wir natürlich mal hinterher. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber Sie sind sicher bereit dafür. Ich kann wie jetzt? Nur wegen mir abgesagt. Das dachte ich mir. Das ist der Eingang zum Slytherin-Gemeinschaftsraum.
Um einzutreten, müssen Sie nur das richtige Passwort sagen. Aspiration. Nun denn. Aspiration. Oh, das ist ja mein geiler Move. Nice. Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Braubucher, bis zum nächsten Mal. Tschüss.